Hubertus Stäbel und bitte die Staatssekretärin Frau Schwarzelö-Sutter um Beantwortung. Ein Objekt, das Mikrofon ist noch nicht an. Kollege Zäbel, die Bundesregierung hat Kenntnis über die Schreiben der belgischen Aufsichtsbehörde FANC. Die Schreiben aus dem Sommer 2016 sind im Rahmen der aufsichtlichen Handels der Atomaufsicht erstellt und von der belgischen Presse jüngst veröffentlicht worden. Im ersten Schreiben mahnt FANC an, dass der Betreiber die Ergebnisse einer Brandrisikostudie nicht mit sicherheitsbezogener Ernsthaftigkeit behandeln würde. Das zweite Schreiben bemängelt aufgrund einer Häufung von Ereignissen in den belgischen Atomkraftwerken eine unzureichende Sicherheitskultur des Betreibers und auch sei die Umsetzung der von FANC geforderten Maßnahmen nicht zufriedenstellend. Auch wenn die FANC mit Pressemitteilung vom 24. November 2016 bestätigt, dass der Betreiber seit dem Schreiben Maßnahmen ergriffen hat und Fortschritte festzustellen sind, nimmt die Bundesregierung die Informationen und Bedenken von FANC sehr ernst. Und die Schreiben bestätigen die Bundesregierung in ihrer Sorge über die Sicherheitsmängel, die die Bundesministerin bereits mehrfach gegenüber der belgischen Regierung auch zum Ausdruck gebracht hatte. Die Bundesregierung hatte schon im Januar FANC eine Liste mit 15 offenen Fragen zur Sicherheit der Atomkraftwerke in Tihange 2 und Doel 3 übergeben. Die Schreiben kommentierte die Bundesministerin daher auch kritisch und fordert die belgische Regierung erneut zum Handeln auf. Es geschieht ja auch nicht alle Tage, dass die zuständige Aufsichtsbehörde einen AKW-Betreiber auffordert, Mängel in der Sicherheitskultur und in der Organisationsstruktur des Unternehmens zu beseitigen. Dass die belgische Atomaufsicht vor dem Hintergrund einer Häufung von Ereignissen, insbesondere am AKW-Standort Tihange, sogar von Lässigkeit des Betreibers beim Handeln mit der Sicherheit spricht, finde ich gravierend. Das ist für mich ein klares Zeichen von mangelnder Sicherheitskultur, das nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. So hat die Ministerin es übermittelt. Zusatzfrage? Bitte schön. Ja, danke, Frau parlamentarische Staatssekretärin, für die Antwort. Mich würde noch mal als Zusatzfrage interessieren, über welchen Weg Sie Kenntnis bekommen haben. Hat Sie die belgische Atomaufsicht selber darüber informiert oder haben Sie das nur aus der Presse erfahren? Oder war es möglicherweise auch Thema in der deutsch-belgischen Arbeitsgruppe, die ja vor einiger Zeit eingerichtet worden ist? Dann beginne ich gerade mit dem Ende. Die deutsch-belgische Arbeitsgruppe trifft sich morgen. Morgen ist der 1. Dezember. Da wird es noch mal thematisiert sein. Und natürlich gibt es auch im Rahmen der Treffen auch einen Austausch. Aber morgen ist es Thema in der Arbeitsgruppe. Weitere Zusatzfrage? Danke, Herr Präsident. Frau Schwarzelö-Sutter, noch mal eine Nachfrage. Das ist ja in der Tat alarmierend, auch was Sie gerade vorgetragen haben, was die fehlende Sicherheitskultur angeht, die ja ausgerechnet vom Chef der FANC festgestellt worden ist in diesen Briefen und wo er von einer alarmierenden Wahrscheinlichkeit einer Kernschmelze spricht in Tihange und das an einem Ort, der etwa 70 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist und wo wir alle wissen, welche Konsequenzen so eine Kernschmelze dann für ganz Nordrhein-Westfalen haben würde. Vor dem Hintergrund frage ich Sie nochmal. Es gibt nach wie vor Exporte von Kernbrennstoffen von deutschem Boden aus an die belgischen Atommeiler. Wir hatten das schon mal thematisiert. Sehen Sie jetzt verstärkt Veranlassung, tatsächlich zu einer Maßnahme zu kommen, der den weiteren Export von Brennstoffen an belgische Atommeiler ausschließt? Wenn Sie die Aufsichtsbehörde, ja, die zuständig ist für den sicheren Betrieb der Anlagen, das ist es, die Sache der Aufsichtsbehörde, die Anlage vorübergehend stillzulegen. Das können wir nicht mitentscheiden. Und wie das Kernkraftwerk in Belgien mit welchen Brennstoffen arbeitet, das wird die Entscheidung des jeweiligen Betreibers sein. Kollege Hunko. Ja, vielen Dank. Als Abgeordneter aus Aachen, das ja direkt dann östlich von dem Kernkraftwerk in Tihange liegt, will ich einfach nochmal übermitteln, welche Sorgen und welche Empörung auch zum Teil in der Stadt da ist,
dass dieses Atomkraftwerk, insbesondere Tihange 2, weiter am Netz ist. Ich will noch mal erinnern, der Chef der belgischen Sicherheitsbehörde sagt, es gibt eine, Zitat, alarmierende Wahrscheinlichkeit einer Kernschmelze. Und mehr als das, was wir bis jetzt gehört haben, passiert nicht. Ich würde Sie fragen, wenn es eine alarmierende Wahrscheinlichkeit einer Kernschmelze gibt, wie würden Sie darauf reagieren, wenn diese Kernschmelze eintritt? Und wie würden Sie dann die Städte Aachen und die angrenzende Region evakuieren wollen? Sehr geehrter Herr Kollege, ich kann Ihre Sorge gut nachvollziehen. Ich wohne nämlich in dem Umkreis eines ausländischen Kernkraftwerks in einer Zone näher als 5 Kilometer. Und deshalb sind mir diese Sorgen sehr wohl bekannt. Sie wissen aber auch, dass die Schlussfolgerungen, die nötigen Schlussfolgerungen auf die Sicherheitsmängel jeweils immer nur die jeweilige Aufsichts- und Sicherheitsbehörde dann auch treffen kann. Und deswegen werden wir das nochmal thematisieren, diese Problematik, morgen bei dem Arbeitstreffen mit der belgischen Sicherheitsbehörde. Die Frage 4 des Kollegen Kriescher wird schriftlich beantwortet. Ich rufe auf die Frage 5 der Kollegin Silvia Kotting-Uhl. Haben Sie sich gemeldet? Das habe ich übersehen. Natürlich lasse ich dazu noch eine Zusatzfrage zu. Dankeschön, Herr Präsident. Ich wollte nämlich gerne ganz konkret anknüpfen an die Frage von Hubertus Stebel nach der Lieferung von Brennelementen, auch für Tihange. Sie sagten eben, die Betreiber entscheiden, mit welchen Brennelementen sie arbeiten. Aber es ist ja so, dass die Bundesregierung für den Teil der Brennelementefabrik bei uns in Deutschland durchaus oder der Urananreicherung schon mal vorher die Verantwortung trägt, die das Drittel des RWE und E.ON gehört und natürlich auch einen gewissen Teil Verantwortung für die Brennelementefertigung, die wir in Deutschland haben, trägt. Und stimmen Sie mit mir nicht überein, Frau Schwarzelür-Sutter, dass diese Sorge, die Sie jetzt zum Austrag gebracht haben und die zu Recht sehr gravierend ist, und da finde ich auch, dass Frau Hendrick sich absolut richtig verhält, nicht dazu passt, dass man mit Lieferungen aus Deutschland jetzt genau dieses Atomkraftwerk eigentlich auch mit am Betrieb hält? Die Anlage in Gronau, die Sie ansprechen, hat eine Betriebsbewilligung. Insofern müsste man ja dann auch die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, dass kein Betrieb mehr möglich ist oder dass keine Lieferungen mehr möglich sind. Das steht im Moment bei uns nicht zur Debatte. Damit kommen wir zur Frage 5.